Seid gegrüßt, ihr lieben Leute da draußen. Hier bin ich wieder, euer Zordan. Hier aus dem kleinen Sumpfviertel, wo ich die ein oder andere Schandtat vollbringe. Und ich packe jetzt alles weg, denn ich habe mich entschieden, halbwegs spontan, wie ich es in der letzten Folge auch schon angedroht habe, wir brauchen Schwarzeiche. Und davon kriegen wir einfach nicht genug zusammen mit dem, was wir an in Häkchen Bordmitteln hier so in der Gegend haben. Und deswegen reise ich jetzt mal eben flugs nach Hundsgrab und nehme die Pegasus und gucke einfach mal, in welchen Gebieten eventuell Schwarzeichen wachsen, dass ich da ordentlich mal was wegklöbern kann. Also ein kleines Mini-Abenteuer wäre zu viel gesagt, eine kleine Mini-Reise. Ich laufe mal an der Haltestation vorbei, benutze die Bahnstrecke, denn das ist im Moment noch der stabilste Weg durch den Sumpf. Und ich wollte sowieso schon lange mal wieder mit der Pegasus fliegen und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Hatten wir denn in der neu gedungener Gegend direkt irgendwie Schwarzeichen oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich dann dort vor Ort noch eine Weile bleiben und Schwarzeichen abfällen, aber das mache ich dann bis zur nächsten Woche sozusagen, dass ich dann nächste Woche wieder da bin, weil ich glaube, nur Bäume fällen, das ist auf Dauer auch ein bisschen öde für euch. Aber eine kleine Reise, um ein Schwarzeichengebiet zu finden, das können wir ja schon mal machen. So kriegen wir diese Folge auch irgendwie voll. Jetzt habe ich gar nicht auf die Köhlerhütte geachtet. Hallo Hundsgrab, da bin ich. Fast. Dein Lieblingsritter Zordan. Juhu. Dabei fällt mir ein, ich habe überhaupt gar keinen Ritterschlag. Ich bin zwar sowas wie ehrenmäßig der erste Ritter von Hundsgrab, aber ich habe nie einen offiziellen Ritterschlag bekommen oder sowas. Also eigentlich bin ich nur Zerons Kumpel, der eine Burg baut und auf alles aufpassen soll. So ein Ritterschlag täte mir ja schon gefallen, also muss ich ja mal sagen. Aua. Ah, diese schönen Uhren. Ich bin so stolz auf meine, die ist so schick. Aber diese ganzen Uhren sind echt eine tolle Sache. So, hier geht's. Mal schnell. Geschwinde durch, geschwinde und behende. Und ich glaube, ich sollte mir ein Bett mitnehmen. Oder ich muss unterwegs einfach ein Schaf erledigen. Ich erledige einfach Schafe unterwegs. Da war mal ein Loch. Ah, wunderschönes altes Hundsgrab. Und wunderschöne Pegasus. So, da bin ich doch schon fast an der Haltestation. Jetzt kann ich die erstmalig ausprobieren. Ich freue mich. Wie ein Schnitzel. So, wo ging es denn rein? Hier ist die Abflughalle. Wunderschönen guten Tag. Ich hätte gern ein Ticket nach Neugedungen. Ja, bitte auf mein Kundenkonto. Danke. Welchen Transporter soll ich nehmen? Teleport 1, Pegasus, alles klar. Hui. Junge, das ging aber fix. Und da sind wir auch schon. Auf zum Atom. Los geht's. Oha. Da sind wir auf der hohen See, die aussieht wie Bäume am Horizont. Das liegt einfach nur, weil das Meer so weit unten ist. Da. So. Okay, holde Pegasus. Bring mich nach Neugedungen. Ja. Da sind wir. Und hier ist natürlich ein Bett drin, aber das lasse ich auch drin. Ist eine Beutekiste mit einem ganzen Pilz drin. Alter Schwede. So, wo ging es denn runter? Haben wir überhaupt einen Abstieg gebaut? Also wir hatten nochmal so einen provisorischen, ne? Aber... Oder geht's durch den normalen... Durch die normale Bodenluke da, durch die Notausstiegluke runter? Ah, hier geht's runter. Sehr schön. Ah, ein richtiger Landesteg. Das ist doch hervorragend. Ah, Neugedungen. Das da hinten sieht doch schon aus wie Schwarzeichen, oder? Wegpunkt. So, jetzt muss ich mal gucken. Der nächste ist natürlich hier die Pegasus Neugedungen, dass ich die dann wiederfinde. Hier sind die ganzen Orte, Sandfurt und Minenbrücke und Pestbeuleninsel, was wir nicht alles gefunden haben. Tolles. Aber ich blende jetzt nur mal zum Vergleich. Wo ist denn Hundsgrab? Das ist doch, müsste ein weißes Ding sein. Da. Ich blende mal zum Vergleich Hundsgrab mit ein. Nur 10.000 Schritte in die Richtung. Nö, das ist doch... Hier ist die Pegasus. Okay, ja, dann renne ich mal in die Richtung, weil da hinten sah es doch schon fast so aus wie
Schwarze Eichen am Horizont. Schwarze Bäume am Horizont. Nein, das ist nur schwebender Sand. Guten Tag, Schaf. Tut mir leid, Schaf. Denn Döner macht schöner. Und ich war persönlich noch nie in die Richtung unterwegs. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob die anderen da schon mal lang waren. Da war ja eine große Tour, die Flo, Flo und Delfino gemacht haben. Hier nach Neugedungen, aber ich weiß es nicht. Habe ich jetzt schon 3 Wolle? Nee. Ist auch schön, mal wieder so ein bisschen Reiseluft zu schnuppern, die nichts mit weltbewegenden Ereignissen oder Katastrophen zu tun hat, um die man sich kümmern muss. Hui! Du armes Schwein! Tut mir leid, Schaf. Was ist das für ein Sauhaufen hier? Ich bin immer noch alleine in der Welt gerade. Die anderen sind im kryonischen Tiefschlaf, wie man das so nennt. Und ich laufe einfach mal nördlich, westlich von der Pegasus weg. Dann schauen wir mal, ob wir da möglichst bald auf irgendwas Schwarzeichiges treffen. Hier treffen wir eher auf Sandiges. Ich nehme mal Mr. Birkwood mit hier. Damit ich mal eben schnell eine Werkbank und ein Bett bauen kann. Denn man weiß ja nie, auf wen man so trifft unterwegs. Ja, hier Kissen in Grau, schön. Da haben wir unser Bett. Alles klar. Das ist nett, ein Bett. Das hört sich an, wie was zu tun. Ist hier wer? Nö. Ah, doch, da ist wer. Ich nehme mal kurz ein bisschen Eisen mit und Gestein, dass ich mir einen Ofen bauen kann. So. Dann gehen wir schnell um. Dann kann ich mir nämlich gleich wieder eine vernünftige Spitzhacke bauen und zur Not auch noch eine andere Axt dann für die schwarzen Eichen. So, ein bisschen Kohle brauchen wir dafür auch. Aber es ist ja schön, dass das hier gerade so alles herumbaldowert. Sehr gechillte Musik, muss ich gerade sagen. Ne? So. Na. Ich gehe in Flammen auf. Ich gehe in Flammen auf. Oh, ich gehe auch fast in Flammen auf. Nicht nett. So. Habe ich schon mindestens 9? Nein. 7, 8, 9. So. Dann kann ich mir mein Basislager einrichten mit Ofen und Bett habe ich ja. Und ach, hier sind Höhlen. Deswegen kamen da so viele raus. Badabam. Na, du knochige Nase. Aua. Das war klar. Ich bin ja auch ein Depp. Okay, ich laufe von Hunsgrab weg. Bin mal gespannt. Das hier sieht mehr aus, als ob ich in eine riesige Wüste reinlaufe. Vielleicht sollte ich mehr so da drüben bleiben, bei der Vegetation. Aber in der Wüste läuft es sich leichter. Wird euch schon schlecht, wenn ich das mache? Also mir wird ein bisschen schlecht davon. Ich lasse es mal lieber. Was ist denn das? Achso, das bildet sich noch. Ich wollte schon gerade sagen, fetter Monolith mitten in der Wüste. Aber es ist ein normaler Berg. So, und diese Düne sei meine Bühne für mein Bett. Hier ist es nett. Gute Nacht. So, guck, dass ich an mein Wasser komme hier. Ah, das ist noch ganz weg von meiner Tasche. So, aber jetzt habe ich mir den Mund. Fast schon fusselig geredet, jetzt muss ich jetzt noch halt Bett mitnehmen. Gottes Willen. So, da vorne geht es schon wieder mit grüner Vegetation los. Ich bin ganz froh und mutig, dass ich innerhalb dieser Folge zumindest noch auf Schwarzeichen stoßen werde.
dann kann ich mir so ein kleines Basislager einrichten und was abholzen. Ich hätte einen Sattel mitnehmen sollen. Manchmal sind ja auch Pferde da. Kaninchen, Kaninchen, ne? Ist der böse Hase Kaben okay bei euch? Der dürfte ja auch tagsüber umgehen, denke ich mal, oder? Kommt der vielleicht nur nachts raus? Oh, Sumpf. Reise ich um die halbe Welt, bloß wieder, um wieder im Sumpf zu stecken. Butsch, butsch, butsch. Hi. Konaintjes. Kleine Konaintjes. Ich habe so ein bisschen das unbestimmte Gefühl, dass wenn ich jetzt hier in die Richtung weitergehe, dass ich eher auf ein offenes Meer stoße. Das wäre doof. Entschuldigung, Kuh. Aber ich habe die Befürchtung, dass es hier länger dauert und dann brauche ich einfach ein bisschen Vorräte. Nur so zur Sicherheit. Ein bisschen Hammel und das bisschen, weil so viele Steaks sind es dann auch nicht mehr. Aber warte mal, oftmals an... Ich glaube, da hinten ist ein Hexenhaus. Ja, da hinten ist ein Hexenhaus. Ich werde verrückt. Oftmals an Sümpfe angrenzend sind ja so Schwarzeichenwälder, also werde ich diesen Weg mal weiterverfolgen. Aber jetzt muss ich doch mal gucken, ob ich als Hexenwächter auch hier im Ausland irgendwie tätig werden kann. Aber scheint gerade keine zu Hause zu sein. Hey, du olle Zibbe! Bist du da? Ihr Kühe habt Glück. Das Hexenhaus lenkt mich ab. Nee. Ist gerade nicht zu Hause. Naja. Das ist wirklich ein sehr sumpfiger, also sehr, sehr seeiger Sumpf. Es gibt ja auch die mehr sumpfigen Sümpfe, wo du so ganz viele Erdblocken nebeneinander hast und nur so kleine Pfützen immer dazwischen. So. Jetzt wird die Hüfte geschwungen, hier neu gedungen. Papa braucht Steineichen. Schwarzeichen. Sind das gleiche, oder? Weil nur Schwarzeichen halten im Sumpf lange aus. Eine Mu, eine Mäh, eine Tätretete. Na, das sind doch hier schon... Diese riesigen Birkenwälder sind schon faszinierend. Aber da ist ein... What? Ein rosa Schaf? Wer hat denn das gemacht? Dann muss hier schon einer gewesen sein, weil ich meine, rosa Schafe entstehen noch nicht von selber, oder? Oder habe ich mich verguckt? Nein, es ist ein rosa Schaf. Hier gibt es rosa Schafe. Vielleicht war das... Ich kann mich jetzt einfach nicht mehr dran erinnern, ob das Zeron war oder die anderen beiden oder so. Das ja. Oder gibt es die jetzt auch so? Ist das jetzt so eine aus der Art geschlagene Naturgeschichte? Verrückt. Im Land der rosa Schafe. Birkenwälder, Hügelland, Wiesenland, Auenland, wie auch immer, hohe Berge, ja, alles schön. Ich könnte auf Smaragd-Tour gehen, aber das mache ich nicht. Und die Hühner machen das. Vorsicht, hier ist so eine Art Schlucht. Warte, nee, das sind die Birkenwälder wieder. Ah. Nee, das sind doch. Da sind Schwarzeichen. Na. Sechste. Und das da hinten? Normale Eichen, oder? Und
da sind die... Ja, wunderbar. Hier sind die Schwarzeichen. Das ist doch herrlich. Hier ist ein Lavaloch und wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich gleich wieder in Hundsgrab. Denn Godspawn in seiner unendlichen Güte... Was ist denn da los? Warum streiten sich die Pferde denn? Hey, was macht ihr denn da? Was ist denn mit den Pferden los? Was ist denn mit euch los? Was ist denn hier passiert? Hä? Seltsam. Ich dachte jetzt schon, hier ist vielleicht das böse Kaninchen Kabenok oder sowas, die Pferde angegriffen hat. Hm. Äußerst mysteriös und unheimlich. Ich kletter hier mal kurz hoch, um mal so einen Überblick über die Gegend zu bekommen. Aber dann würde ich sagen, bin ich hier schon ganz richtig, um reichlich Schwarzeiche zu ernten und mitzunehmen und hoffentlich auch viele Setzlinge zu bekommen, dass wir davon einfach noch mehr anbauen können. Ja, das ist doch riesig groß genug zumindest. Schweine? Nein, keine bösen Wehrkaninchen bisher. Und überall noch mehr Pferde. Ja, ist doch schön hier. Ist doch wunderschön hier. Aber hier oben ist mir ein bisschen zu frisch, um ein Lager aufzuschlagen. Deswegen machen wir uns das Basislager einfach mal hier ein Stück weiter runter in den Wald hinein. Vielleicht bei so einem Pilz. Ja, genau. Ich mache mir eine kleine Pilzhütte. Und dann geht es auf Eichenjagd. Wie einst Ulfried von Eichingen. Der, dem ja der Eichinger Hof gehört. Habe ich meine Behutsamkeit? Nee, ich habe ja gar keine Spitzhacke mit. So war's. Das so. Gucke mal. Setzen wir hier eine schöne Werkbank rein. Machen uns einen schönen Ofen. Der dann hier hinkommt. Nö. Hier kann ich mein Bett hinsetzen. So. Ich möchte den Ofen einfach hier hin. Da ist Eisen rein. So komme ich noch an die Werkbank ran. Sollte ich mir hier auch einen Wegpunkt machen? Basislager Schwarzeichenwald. Fertsch. Fertsch. Zurück zum Spui. Ja, dann legen wir mal los, hä? Ich versuche mal auf eine von den Eichen hier raufzukommen. Denn von oben geht das ja immer am besten. Fange ich doch gleich mal hier an, wo ich gerade stehe. Ja, ich fürchte fast, Leute, jetzt beginnt der wenig aufregenden Teil, wo Peter Lustig hätte jetzt gesagt, jetzt könnt ihr genauso gut abschalten. Aber wenn ich jetzt die Folge schon beende, ist die ganz schön kurz. So 3 Minütchen wären da noch. Ich habe jetzt aber auch kein Thema mehr, was ich noch anfangen könnte, mal eben schnell. Der Sumpf wird mit teuren Exporthölzern errichtet. Ist ja eigentlich auch ungewöhnlich. Also vor allem für die Stege und Wege brauchen wir da ja ganz, ganz viel von. Wie gesagt, die Schwarzeiche an sich hat ja immer das Problem, dass die so lahmarschig wächst. Aber hier kommen gut Setzlinge bei raus. Das ist sehr gut. Da werde ich um Hexenwacht oder vielleicht sogar im Sumpf einen riesigen Forst versuchen anzulegen. Zumindest einen etwas größeren. Wenn er vielleicht nicht riesig wird, aber ein wenig größer vielleicht. Ja.
So, was haben wir denn jetzt schon schön? Das ist schon mal 10 Setzlinge. Ja, das geht voran. Eine Waku? 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 Das ist ein ziemlich fetter Hase. Aber das ist nicht der, oder? Bist du der böse Hase des Todes? Ich gehe dir mal kurz fragen noch. Jetzt wird's eh dunkel. Ey, du, Hase. Bist du das fiese Wehrkaninchen Kabenok? Nein. Du bist ein ziemlich harmloser Hase. Gut. Du bist ein kleines. Wie sagt man eigentlich? Jungkaninchen? Ja, wie sagt man bei Hasen eigentlich? Hasenwelpe? Hasenjunges? Hasenküken? Hasen, Hasenböckchen? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das wäre was, was ich wissbegieriger Barbar doch mal gerne von euch erfahren würde. Wie nennt man eigentlich Hasenjunge? Nennen wir die einfach nur Hasenjunge? Oder haben die eine spezielle Bezeichnung? Klopfer? So wie in Bambi oder so? Wer weiß. Hier ist es jetzt jedenfalls dunkel. Ich habe genug Zeit geschunden und rumgelabert. Da kann ich mir noch mal ein paar Steaks in die Pfanne hauen und mich hier unter dem Pilz zu Bette legen. Morgen werde ich dann, also die nächsten Tage werde ich hier jetzt reichlich weiter abbauen und wir sehen uns im Sumpf wieder nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.